eine Assetklasse, die viel zu wenig Beachtung in den letzten Jahren gefunden hat, das ist die Logistik. Bis dato hat man unter Logistik in Österreich einige wenige Logistikzentren wie rund um Wien und rund um Wels, dem klassischen Verkehrsknotenpunkt Österreichs, sich konzentriert und einige wenige Flächen rundherum. Das meiste, was Logistik betroffen hat, das war bis dato im benachbarten Ausland, rund um Gjöa, rund um Bratislava. Aber das verändert sich jetzt dramatisch. Denn mit dem Onlinehandel kommt ein Bedarf an einer völlig neuen Art von Logistikflächen, nämlich den Nahversorgungslogistikzentren. Das sind Logistikflächen mit 300, 400, 500 Quadratmetern, vielleicht mal 700, 800 ist fast schon zu viel, die eigentlich nur für den täglichen Warenumsatz verwendet werden, für die Last Mile zum Konsumenten, der online, im Onlinehandel bestellt und über diese Nahversorgungslogistikzentren dann seine Ware bekommt. Das ist auch ein wichtiger neuer Impuls und ein Rettungsanker für jene Bestandhalter, die Einzelhandelsflächen abseits der Zentren besitzen, denn die finden mit Sicherheit in den nächsten Jahren keine Nutzungen mehr. Mit der Zweitnutzung als Logistikzentrum, aber Nahversorgungslogistikzentrum nämlich, werden diese Flächen wieder bankable oder vermarktbar, wenn auch mit deutlich niedrigen Mietansätzen. Davon wird man wohl ausgehen müssen. Aber es gibt ein Leben nach dem Tod, auch für sonst nicht mehr verwertbare Logistikflächen. Das war Gerhard Rodler, Fast Life aus dem Millennium Tower.